So, was hatten wir jetzt hier bekommen von Alu? Antioxidationsmittel. Entfernt Rost, wirkt vorbeugend gegen Metalloxidation, schmeckt gut zu Seelachs. Ich weiß nicht. Ich habe einen eigenen Generalschlüssel. Ich fühle mich wie ein griechischer Sagenheld. Du hast den Olymp erklommen und die Götter auf ihrer Toilette eingesperrt. Genau. So sieht's aus. So, dann. Ich wollte noch einmal was ausprobieren. Oh, die Straßensperre ist jetzt ja komplett weg. Ach nee, doch nicht. Das heißt, da geht sie wahrscheinlich gar nicht weiter, oder? Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Gut, gut. Mit dem Auto kann ich auch nichts weiter machen. Und Hoti und Moti sitzen hier auch nur so rum. Was hatte sie denn eben für einen langen Arm? So. Dann benutze ich das doch jetzt hier mal. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Okay. Hier ruht Mathis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Sünde. Das ist wirklich traurig. Das Grab meines Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Da sind noch Blumen. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Dieser Grabstein sieht schwerer aus als die anderen. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Okay. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Es ist verschlossen. Okay. Leider nein. Okay. Der Generalschlüssel funktioniert hier nicht. Okay. Irgendwo muss ja auch noch der Schlüsselmeister sein. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Mhm. Okay. Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Das Firmenlogo. Das Firmenlogo. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen.
Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Okay. Kann ich hier auch nichts machen. Was ist hier noch? Oh, hallo. Das ist immer so witzig, wenn man in so Spielen rumgeht und ins Zimmer geht und die Leute sitzen einfach nur und machen nichts. Hey, wer bist denn du? Er sieht nicht gerade wie ein Rocker aus, aber auch nicht wie ein typischer Pastor. Herr, kann ich denn nicht mit ihm sprechen? Er sieht nicht gerade wie ein, aber auch nicht. Sieht gemütlich aus. Herr, warum kann ich denn nicht mit ihm reden? Ach, ich habe das falsch gemacht. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Okay. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Ein bisschen Angst. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Ich habe ein bisschen Angst, weil wenn der Schlüsselmeister hier rumläuft, der soll ja sehr gefährlich sein. Ich weiß nicht, was der mit dem macht. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Dann erfahren wir wahrscheinlich... Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen. Dann erfahren wir wahrscheinlich wieder nicht die Wahrheit. Ach du Schande. Ich ahne, dass etwas kommt... Und in weiser Voraussicht werde ich mal ein Foto davon machen. Bob Geldofs Mom. Vergruselig hier. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Okay. Nette Anlage. Keine Zeit, Musik zu hören. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Was hat er hier alles hängen? Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Es läuft ein Musiksender. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Geschlossen. Abgeschlossen. Raus. Ich kann ja keinen Schlüssel benutzen, okay. Das ist kein Walkman. Okay. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Edna bricht aus. Okay, das kann ich auf und zu. Darin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Klappe. Okay.
Kann ich nochmal hoch? Oh mein Gott. Was? Ah, Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon, wenn man einen Irren aus der Anstalt befreit. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Oh Gott. Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Hm. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hierbleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Damit habe ich auch nicht gerechnet. Made in Kruppstadt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber es ist bestimmt schon 2-3 Jahre her. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, das wusste ich nicht, dass das jetzt so krass wird. Okay. Mit bloßen Händen? Ach, Edna, kannst du hier nicht denn? Wir sind hier gefangen, wir kommen hier nicht raus. So. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Okay, was kann ich tun? Wie komme ich von diesem Typen weg? Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Willst du die Kopfhörer hier? Bei dem Lärm, den du verursachst, wäre das keine schlechte Idee. Aber unangeschlossen sind die ziemlich sinnlos, meinst du nicht auch? Unangeschlossen? Soll ich sie für dich nur anschließen? Gott. So. Anschließen. Wo kann ich sie denn anschließen? Hier? Und dann? Na gut, ich nehme ihn wieder mit, aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das. Ach so, kann ich denn. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Ja, was soll ich denn machen? Muss das aufnehmen? Sie sollte ihn mal darunter schubsen. Das war eine gute Idee. Ich guck mir mal das Foto an, was ich gemacht habe. Ob mir das weiterhilft. Und wenn ja, was soll das bewirken? Was mache ich dann hier? Den? Ich mache das jetzt nur nach dem Bild, was ich hier habe. Jetzt kommt wieder das, was ihr gestern gesagt habt mit der Steuerung. Der? Ich weiß nicht, ob das was gemacht hat. Nicht.
Was soll ich hier tun? Ich gehe erstmal weg. So. Aber warte mal, ich kann ich denn hier durch den Schacht nicht diesen Kopfhörer? Mach ja keine Dummheiten. Okay. Ich kann ihn nicht schubsen. Kann ich hier oben irgendwas mit der Orgel machen? Auch nicht. Ja, aber was mache ich jetzt hier? Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. So, ich versuch's nochmal. Also ich habe dieses Bild. Was machen denn diese Tasten? Ach so, jetzt ist es oben. Okay. Soll er die aufsetzen oder was soll ich machen? Aber ich kann gar nichts mit den Kopfhörern anstellen. Also was soll ich tun? Was soll ich denn jetzt tun? Ich verstehe das nicht. Ich will hier einfach nur schnell weg. Das ist ja noch schlimmer als in der Anstalt. So. Also der erste ist... Diese Steuerung, die macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Der... Dann der. Dann der. Dann noch mal der. Was passiert ist irgendwie gar nichts. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Ach nein, wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann... Nichts zum Zusatzbestuhlen in Sicht. Das ist kein Walkman. Ja, ich weiß, Edna. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Thank you.
Auch nichts weiter dabei. Mach ja keine... Ja, ich hab Geist gemacht. So gruselig, wie er da hängt, ja. Ich weiß ehrlich nicht, was ich hier machen soll. Treppe. Ich geh nochmal hier runter. Abgeschlossen. So. Wie die Orgel pfeifen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Keine Zeit, Musik zu hören. Was ist denn hier? Hier ist noch eine Gitarre. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. Oh, okay. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Okay. Kann ich das benutzen, oder was? Ach so, das ist jetzt an. Okay. Aber wozu? Der hat ordentlich Power. Orangefarbenes Plastik. Cool. Ich stehe auf diesen Retro-Look. Nee, sonst ist hier auch nichts. Sofa, ist hier in dem Sofa vielleicht irgendwas? Eine Ritze? Ich nehme das in mein cooles Ideeninventar auf, okay? Wenn du leck mich meinst, dann sag auch leck mich. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Geht sie wieder aus? Ich glaube, sie muss an. Was ist das für ein Rätsel? Ich weiß nicht, ob das mit an muss oder nicht. So, also es fängt an mit E. Ah. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. Dann brauche ich A. Nochmal A. Also ich spiele es hier nur, wie ich das aus diesem Buch abfotografiert habe. Und G.
Und jetzt? Hä, was soll das jetzt gebracht haben? Ich glaube im... Ja, sie sagt nichts anderes. Ich verstehe es nicht. Warum sind jetzt diese Kopfhörer hier? Was... Ich habe ja auch nichts anderes, was ich verwenden kann. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. So, wenn ich ausmache, macht er das ja nicht. Doch, macht er auch. Ja, aber bei der Gitarre sind das andere Töne, die ich machen muss. Oh Gott, ich drehe durch. Okay, bei der Gitarre brauche ich andere Töne. Da brauche ich hier B. Ja. Hey, das rockt! Ah, okay. Ich verstehe es auch nicht. Schraddel, die Schraddel, die Schraddel. Ah, aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Okay, das war der erste Ton. Der zweite wäre dann D, das ist da ganz hinten. E. A. Ich habe keinen Plan, ob das, was ich hier mache, richtig ist. Ich mache es nur so, wie es jetzt auf dem Bild ist. Und G. War wohl nicht richtig. Ach, Leute, ich flippe hier aus. Der erste Ton war doch das B. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es nicht.
Okay, es funktionieren auch nur die Tasten, die ich... Es funktionieren nur die Tasten, die hier auch auf dem Bild aus dem Zimmer von dem Pastor angezeigt wurden. Nur diese Summen hier auch mit. Eieiei. Verstehe es nicht. Jetzt müsste A kommen. Also laut der Reihenfolge, die ich hier habe. Jetzt hat er sich die Kopfhörer aufgesetzt. Ach so. Mach ja. Ich hatte ja keine Ahnung. Ach so, er hat jetzt die Kopfhörer auf. Was kann ich jetzt tun? Für ein Schrei. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Oh, er ist nicht mehr da. Ist wahrscheinlich runtergefallen. Vermute ich mal. Oh nein. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Ja. Gute Idee, weg von diesem schrecklichen Ort. Oh mein Gott, endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. Hm. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Nettes Kind, ja. Sehr nettes Kind. Oh Gott, diese Zwerge, die sehen ja auch sehr herzallerliebst hier aus. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Niemals! Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay. Machen wir jetzt alle kaputt? Aber wahrscheinlich ist er am Ende nirgendwo drin. Ja. Der hier war's nicht. Und so? Der hier war's nicht. Wechseln wir von Edna bricht aus zu Edna bricht ein. Der hier war's nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der Letzte, den man ausprobiert. Ich wette mit euch, es wäre garantiert auch der Letzte gewesen. Egal, mit welchem ich angefangen oder aufgehört hätte.
Dann habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Hm. Schön, Edna. So. Schlüssel. Hm. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Ach so, das ist der. Jetzt habe ich schon gedacht, das ist ja ich der. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Kind, was machst du bloß?